Südtirol im Jahre 2030. Eine Besuchergruppe der Klimaerlebniswelt Südtirol ist gerade an einer Wasserstofftankstelle angekommen. Nach einem kurzen Tankstopp bringt sie der Wasserstoffbus zur nächsten Attraktion der Klimaerlebniswelt Südtirol. Klimahäuser produzieren mit Tiefengeothermie und Photovoltaikfenstern und einer Anlage am Dach mehr Energie, als sie verbrauchen, und versorgen damit auch die Elektroautos der Hausbewohner mit grünem Strom. Zudem sind die modernen Wohnhäuser zu 100% aus recycelbarem Material hergestellt. Wenn der Wind weht, können die Besucher auch die modernen Windkraftanlagen besichtigen. Bei Windstille verschwinden diese automatisch im Boden. Im Museum des fossilen Zeitalters können noch alte Energieformen wie Ölbrenner und anderes mehr besichtigt werden. Was im Zeichentrickfilm dargestellt wird, könnte in den nächsten Jahren in Bozen bereits Realität sein. Grundlage für die Klimaerlebniswelt Südtirol ist eine 2012 beschlossene Kooperation mehrerer Unternehmen, der Messe Bozen, des Eco-Centers, der EURAG, der Klimahausagentur, dem TIS Innovation Park der Stadt Bozen und dem Land Südtirol. Um gemeinsam die im Klimaplan definierten Ziele zu erreichen und vor allem für die Menschen in Südtirol und weit darüber hinaus erlebbar zu machen. . 2030 kommen die Besucher der Klimaerlebniswelt mit dem Elektrobus über die Brennerautobahn nach Bozen Süd. Oder sie landen mit einem modernen, klimafreundlichen Flugzeug am Flughafen. Besser noch ist eine Anreise mit der CO2-neutralen Südtirolbahn. Kaum angekommen in Bozen Süd werden die Besucher im Informationszentrum, dem Herzstück der Klimaerlebniswelt Südtirol, empfangen. Von hier aus können Sie diverse Erkundungstouren buchen oder gezielt ein Objekt Ihres Interesses besichtigen. Das Angebot ist groß. Das sanfte Mobilitätskonzept innerhalb der Klimaerlebniswelt Südtirol ist so attraktiv gestaltet, dass jeder Besucher gerne auf sein Auto verzichtet. Die Seilbahntour zum Beispiel startet gleich neben dem Infozentrum und bringt den Besucher zunächst auf den Kaiserberg. Dort taucht er ein in die Welt der erneuerbaren Energie und lernt neueste Technologien kennen, kann diese hautnah erleben. Ein Besuch im Messner Mountain Museum wird mit einem anschließenden Aufenthalt in der Energiebauwelt im ehemaligen Mebo Center verbunden. Die Energiebauwelt macht das Wohnen im modernen Klimahaus der Zukunft für jedermann zum Erlebnis. Die Präsentation moderner Bauformen, neuer Materialien, neuer Ideen für den Wohn- und Städtebau werden hier mit der Möglichkeit, eine Nacht im Klimahaus Nature verbringen zu können, kombiniert. Mit dem Fahrrad geht es weiter zur nächsten Attraktion. Oder der Besucher nimmt kurzerhand den Wasserstoffbus und schaut sich jene Unternehmen an, welche über diese Tour erlebbar gemacht werden sollen. In der Hafner Energiewelt zum Beispiel werden moderne Energieformen dargestellt und erlebbar gemacht. Die ausgestellten Exponate sind begehbar. Der Interaktion mit dem Besucher kommt eine bedeutende Rolle zu. Denn nur was ich selbst erlebe, kann ich verstehen und begreifen. In diesem Sinne sollen auch die anderen Ausstellungen und Attraktionen der Klimaerlebniswelt konzipiert werden. Jedes Unternehmen präsentiert auf diese Weise seine Produkte und vermittelt gleichzeitig seine Aufgabe und Rolle im Kontext der Ziele des Klimaplanes, die das Land Südtirol bis 2050 umsetzen will. Die Klimaerlebniswelt ist eine Attraktion für den Tourismusstandort Südtirol, eine Plattform für Innovation und Forschung und ein Netzwerk aus öffentlichen Institutionen und privaten Unternehmen. Das gemeinsame Ziel ist es, die Speerspitzen des Südtiroler Wirtschafts-Know-hows in Sachen Energie, Ressourcenmanagement, klimafreundliches Bauen und Wohnen, sanfte Mobilität und das Klimaland Südtirol einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.
Verschiedene Touren verbinden die teilnehmenden Unternehmen und Institutionen miteinander. Je abwechslungsreicher das Angebot, umso besser. Das Klima verändert sich und Südtirol ergreift konkrete Maßnahmen. Grundlage für dieses Handeln ist der Klimaplan 2050. Ein einzigartiges und vor allem nachhaltiges Private-Public-Partnership-Projekt ist ein wichtiger Teil davon. Der Klimaerlebnispark Südtirol.